und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Ich bin heute wieder mit der Emily unterwegs. Und wir sind im wunderschönen Österreich. Schaut mal, wie schön das hier ist. Hinter uns fliegt die Drohne, denn vor uns erwartet uns schon ein wunderbares Abenteuer aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und wir können hier oben schon die Kanonen sehen. Für die GoPro noch ein bisschen weit weg. Aber wir probieren es einfach mal, ja? Wir drehen mal die Kamera und da vorne seht ihr schon die beiden Geschützstellungen, die jetzt mittlerweile hinter dem Berg versteckt sind. Und da müssen wir gleich hoch. Das wird bestimmt richtig anstrengend. Vielleicht haben wir aber auch einen kleinen Weg hier hoch. Mal schauen. So Leute, wir sind oben angekommen und ich bin gut außer Atem. Wir sind auf ein paar Meter Höhe und dazu noch das Asthma, aber Hauptsache die Haare sitzen. Und wir sehen hier schon ein Bauwerk, wahrscheinlich für die Unterkunft von Soldaten. Vielleicht können wir da gleich auch noch mal reinschauen oder wir haben das Glück und das Gebäude steht offen. Ja, da komm. So, Emily hat natürlich recht. Wir haben nämlich schon 17 Uhr und die Sonne geht gleich unter. Deswegen werden wir uns das gleich anschauen und gucken uns jetzt erstmal die Kanonen von außen an. Unvorstellbar. Also ich habe jetzt lange gewartet, bis ich hier hingekommen bin. Wollte nicht extra ein Wochenende dafür aufopfern, wobei es sich wahrscheinlich auch gelohnt hätte. Aber es sind dann doch ziemlich viele Kilometer bis hierhin und deswegen haben wir das mit diesem Urlaub kombiniert. Also von daher, schaut euch mal hier diese Lage an. Da wäre der deutsche Angreifer hergekommen über diesen Pass und die Kanonen, dieses Fort, hat oder hätte damals die vorrückenden Deutschen aufgehalten. So war zumindest der Plan. Und wir können hier immer noch nach so einer langen Zeit die Farbe für die die Farbe erkennen. Und das hier übrigens, da ist das Rohr denn. Da ist das Rohr sogar noch vorhanden, seht ihr? Tarnung, mein Gott, Tarnung. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Seht es mir nach. Ich denke 7,5 wären es gewesen, sofern sie das Maß übernommen haben. Und schaut mal, es ist perfekt in die Umgebung eingearbeitet. Sogar die Farbe ist den Steinen nachempfunden. Hoppala, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass es heute noch ein vorzeitiges Ende des Urlaubs gibt. So, und zack. Auch hier wäre eine drin gewesen, die existiert nicht mehr. Aber schaut mal, Leute, die Kanone ist hier. Sie ist immer noch da. Und nein, es ist kein Museum, werdet ihr gleich sehen. Mündungsbremse hier vorne. Und da hat die Kanone drauf gezielt. Also wir haben jetzt Ende November und gefühlt immer noch 20 Grad. Es ist so warm. Man kann die Sachen echt im T-Shirt machen, aber ich habe keine Lust, krank zu werden. So, wir nehmen den einfachen Weg. Da habt ihr noch mal den Blick auf den Beobachter. So, hier können wir runter. Hier noch mal der Blick auf die Kanone, die ummantelt wurde. Wow. Schaut euch mal das Ding an. Ich bin so glücklich, dass das offen steht. Und da ist der Eingang. Den werden wir uns gleich anschauen. Aber erstmal warten wir natürlich auf Emily. Alleine werden wir sie hier draußen nicht stehen lassen.
Hier ist der Eingang in das Fort. Und hier ist eine Flankenverteidigung. Also, bis gleich. So, meine Lieben, also die Sachen habe ich im Kasten und wie ihr vielleicht in meinem Gesicht seht, die Sonne ist gerade am Untergehen. Ich habe mich mit Emily gerade verständigt. Wir gucken uns doch oben die Kaserne einmal an. Ich gehe davon aus, dass es eine Kaserne ist. Und dann gehen wir gleich da rein. Draußen habe ich jetzt alle Aufnahmen gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns drin wieder. Lüftungsrohre, höchstwahrscheinlich sogar original. Mit Sicherheit sogar original. Boah, komplett gemäuert. Hier ist der Riegel. Damit hätte man früher die Tür von innen verschließen können. Boah. Ein Katzenauge. Die sind ja häufig dafür da. Als Bewegungsmelder. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo. Hier sind anscheinend nur Reflektoren. So, überall Reflektoren. Vielleicht die Küche? Oder vielleicht auch, um zu arbeiten. Schaut mal hier. Haben wir noch die Beleuchtung, aber die ist nicht original. Hier hätte man noch verteidigen können, falls der Angreifer rein ist, genauso wie hier. Ja, man hat das genommen zum Bauen, was da war. Einen alten Hocker aus dem Baumstumpf. Cool. Auch hier Verteidigung. Das scheint ein Lager mal gewesen zu sein. Und es scheint mal noch da hochgegangen, also dass man da hochgehen kann. Alte Kanalrohre. Kerze. Magazin. Schaut mal, hier ist doch die Originalinschrift. Magazin. Irgendein Block. Wahrscheinlich zum Arbeiten. Hier kommt schon das Bitumen durch. Teer. Das sind die Fenster. Daraus hätte man natürlich auch feuern können. Also das scheint mal auch höher gewesen zu sein. Die Decke ist neu eingezogen. Und hier Ölmagazin. Hier scheint mal vielleicht auch eine Kanone drauf gewesen zu sein. Oder es ist nur zum Arbeiten. Schaut mal, das ist der Blick raus. Hochwassersäcke. Das ist die Toilette, die ehemalige, die Latrine. Die haben also nur Männer gedient. Magazin, ein Schlitten, ein riesiger Schlitten. So, Schlafraum. Alufolie. Hier hat man wahrscheinlich übernachtet, spinnt. Und Schlafraum, ein zweiter Schlafraum. Also es war tatsächlich eine Unterkunft. Und hier wird wahrscheinlich nicht viel sein. Stacheldraht. Krass. So, da sparen wir uns. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal direkt rein, ne?
So, Eingangsverteidigung, Scharte, Belüftung, Gasdrucktür, allerdings auch ein bisschen stabiler. Hier gab es noch mal eine externe Tür. Und hier sind wir jetzt in der Gasschleuse. MG-Stand, Notausstieg. Und hier war noch eine Scharte. Von hier aus konnte man auch den Eingang flankierend verteidigen. Vielleicht kriegen wir den sogar noch. Ne, der sitzt fest. Den kriegt man nicht mehr auf. Originalbeleuchtung. Stellt euch mal vor, das wird noch funktionieren. Originale Türbeschriftung. Und immer, immer, immer auf den Fußboden gucken. Hier waren welche und haben gehofft, dass sie mit diesen Dingen auch wieder rausfinden. So, gucken, was hier steht. So, sollten Gegenstände, die Ihnen gehören, von uns entfernt worden sein, so treten Sie unverzüglich mit uns in. Ja, hier haben wahrscheinlich Leute gehaust und vielleicht was vergessen. Du hast schon was gesehen, sonst lächelst du nicht so. Ne? Nee. Findest du einfach nur gut? Ja. Sehr gut. Ich glaube, die Idee. Alles klar. Dann gehen wir einen Schritt. Also hier die Belüftung. Leute, das scheint doch eher kalter Krieg zu sein, wenn ich mir das hier alles anschaue. Das ist viel zu modern. Auch die Schrift ist eher modern. Und hier der Aufstieg in die Hölle. Ultimativ. Richtig gut. Ja, das ist kalter Krieg. Ich werde das für euch recherchieren und werde das korrigieren für euch an dieser Stelle. Oh, Vorsicht, da oben. Die Bibel ist ein Märchenbuch. Tür ist aus den Angeln gerissen. Bleib dir selbst treu. So, der Blick nochmal zurück. Und müsste eigentlich auch leuchten. Und ja, tut es. Nee, ne. Och Leute, hier haben sie Partys gefeiert. Und natürlich den gesamten Müll hier gelassen. Wie traurig ist das bitte? Wie traurig ist das bitte? Ja, das tut mir in der Seele weh. Die ganzen Spinte haben sie natürlich abgerissen. So, ein Vermessungszeichen ist da oben dran. Warum hat man das gemacht? So ein Bauwerk kann sich natürlich auch über die Jahre, Jahrzehnte setzen. Und das kann natürlich auch eine Gefahr werden für die Straßen, für den Verkehr. Und deswegen wird das dauerhaft vermessen. Und schaut euch das mal an, die Kanone. Sie ist immer noch da. Das ist krass, oder? Abschussbereit. Abschussbereit. Schaut mal hier für die Höhenrichteinheit. Das ist wahrscheinlich ein russisches Modell oder jugoslawisch. Vielleicht finden wir gleich noch irgendwo die Zeichen. Und wir probieren natürlich auch gleich aus, ob wir die noch betätigen können. Hier ist das Stroboskop, das haben sie liegen lassen. 100 Jahre alt, wer noch Bock hat auf Pringles. Und das ist hier die Gewehrscharte, wahrscheinlich für ein schweres Maschinengewehr. Hier wurde es angeflanscht, könnte. Das kennen wir aus Maginot, allerdings ist es normalerweise offen und da wirft man dann Granaten rein. Das ist so traurig. Oh, boah, das ist natürlich hier 1942. Also es könnte doch Zweiter Weltkrieg sein. Boah, ist das krass. Und da wurde rausgeschossen. So. Und was ist nochmal hier? Wofür ist das hier? Das ist eine gute Frage, ne? Ach, das Gebläse. Damit das nicht direkt eingesaugt wird, aber naja, keine Ahnung. So, wir gehen erstmal weiter und gucken uns das
die Kanone gleich en Detail an. Da nehmen wir uns dann richtig viel Zeit für. Ich würde erstmal gerne das gesamte Bauwerk betrachten. Mein Gott. Das ist doch. Die Toiletten sind sogar noch da. Die Waschgelegenheiten. Dämmung. Toiletten. Jo, da hatte jemand Durchfall. So, die müssen wir uns ja nicht im Detail angucken. Da geht es sogar noch weiter. Boah, ist das schmal. Und da ist nichts. So, Kopf einziehen. Okay. Die haben wir ja gerade überall auf dem Boden gesehen. Das war der Sichtschutz, falls hier drin Licht war, dass man das von Weitem nicht gesehen hat. Die Belüftung. Und hier finden wir sogar noch Beschlagteil von der Lüftung. Ich zeige es euch nochmal hier. Und boah, der Schalter ist nicht mehr da, aber ein und aus können wir noch sehen. Die gesamte Kabel und eine riesige Höhlenspinne. Boah. Nicht nur eine. Mhm. Und gefällt, boah, ist sie groß. Die ist auch giftig, ne? Boah, komm schnell weg hier. Es riecht sogar nach Urinstein. So, das sind Betten. Hier sind sogar noch die Originalbetten. Emily, Originalbetten. Das war wahrscheinlich ein Telefon hier. Vielleicht war das der Kommandantenraum. Eigene Waschgelegenheit. Leider, leider zertrümmert. Das könnte der Kommandantenraum gewesen sein. Der hat ja entgegen der normalen Soldaten einen eigenen Bereich, einen eigenen Raum. Und hier, boah, Telefon, Kommunikationskabel, Kroatenhöhle. Lawinengalerie. Das ist ja wohl krass. Und man geht sogar noch auf. Da könnte man sich dann mit seinem Telefonstecker drauf stecken und hatte dann die Verbindung. Sanitätsraum. Das ist eine alte, nee, das ist eine, wie sagt man das? Garderobe. Eine Garderobe und hier wieder die Betten. Und hier ist sogar noch die Heizung. Also mehr geht nicht. Mehr geht absolut nicht. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Alte Betten. Also, wir sind jetzt, heute ist Montag, Samstag losgefahren. Der zweite Tag. Heizung. Und heute war wirklich ein richtig guter Tag. So, damit man weniger Beleuchtung braucht, hat man hier nochmal Aluminiumblech dran gemacht. Und hier ist die zweite Kanone. Die ist aber abgedeckt vorne, wie wir gesehen haben. Hier dieses Aluminiumblech vielleicht auch für Licht. Ist schwierig. Jetzt bin ich, glaube ich, in so eine Spinne reingelaufen. Richtig eklig. Zum Glück haben die Kids, die hier gefeiert haben, die Kanone in Ruhe gelassen. Das wäre richtig traurig gewesen. Und hier dürfte nochmal ein Maschinengewehr gewesen sein. Genau. Und da liegt alles noch da. Das ist wirklich klasse. Kannst du mal filmen? Ich will mal gucken, ob man die noch bewegen kann. Und ja. Schaut euch das an. Total leichtgängig. Hier war das Zielfernrohr drin. Das ist der Verschluss. Kommen wir mal auf die andere Seite.
wir das Ding feuerbereit bekommen. Also wir müssen irgendwie, also er ist auf jeden Fall verschweißt. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum wir den Verschluss nicht hochbekommen. Ah. Komm mal her. Nehmen wir von hier auf. So, also ich habe gerade den Verschluss hochgemacht in Feuerstellung. Mal gucken, ob ich ihn wieder runterkriege. Genau. So. Also ihr müsst euch vorstellen, hier war natürlich alles voller Munition. Das waren fertige Kartuschen, die hat man hier reingeschoben. Und dann war natürlich hier damals die Kanone natürlich offen. Und dann hat man den Verschluss, ich hoffe, das kriege ich jetzt nochmal hin. Genau, hat man dann geschlossen und konnte dann über den Mechanismus hier feuern. So hat man gefeuert und man kann natürlich auch das wieder zurückbringen manuell und jetzt konnte man wieder neu laden. Und spannend auf jeden Fall, dass wir hier auf jeden Fall schon mal die seitliche Neigung und vielleicht auch die Höhe, ja, die können wir auch verstellen, aber draußen ist ja der Verschluss, deswegen gucken wir uns mal die andere Kanone an. Also nochmal gucken wir uns hier die Sachen im Detail an. Hiermit konnte man wahrscheinlich die Höhe einstellen. Das ist das alles noch. Das ist zum Schießen. Die Höhe und die seitliche Ausrichtung. Donavit steht da drauf. Aber ich schlage vor, wir gucken uns die andere Kanone an, weil die können wir auch in der Höhe richten. Also, gehen wir zurück. So Leute, wir haben fast einen Gang ausgelassen, da kommen wir her. Hier gehen wir weiter und häufig ist es ja so, dass hier was geschrieben ist, ist es diesmal aber nicht. Und die gesamte Küche ist noch da. Spinde wieder. Der Arbeitsbereich. Irgendwelche Kabel. Ausgussbecken. Von AEG, ein riesiger Boiler. Kompressor habe ich hier schon gesehen. Leute, der Kompressor ist noch da. Das ist unvorstellbar. Also, ein Bett. Geht es da noch weiter? Da geht es sogar noch weiter. Hier waren die Granaten gelagert. Boah, stellt euch mal vor, wir würden hier hinter noch einen finden. Also viel Munition passt hier nicht rein, wie ihr seht. Hat man sogar noch zwei nachträglich angebracht. Durchreiche. Da musste man für die eine Kanone ganz schön weit laufen. Und die Dinger waren ja nicht leicht. Heizkörper von Siemens. Der Ofen. Der ist auf jeden Fall modernerer Bauart. Und hier geht's. Alter Schwede. Und ich dachte gerade, es ist Ende. Leute, schaut mal. Das ist doch nicht euer Ernst. Also mehr geht nicht. Da kann die Maginot-Linie gegen einpacken. Also vom Zustand her natürlich, ne? Und von der Ausstattung. Die sind durchgebrannt. Da würde ich auf jeden Fall mein Leben nicht riskieren und das anfassen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass da noch externer Strom drauf ist. Das Dieselaggregat ist noch da. Schaut euch das mal an. Das Typenschild ist auch noch da. So, das wäre jetzt gut, wenn wir da ein Jahr drauf stehen würden. Meine Augen sind auch nicht mehr die besten. So, 43,3 Volt, das habe ich schon mal. Nee,
400 Volt, so. 1962. 1962, Leute. Also auf jeden Fall Nachkriegszeit. Ich gehe davon aus, dieser Bunker, meine These, wurde im Zweiten Weltkrieg gebaut und im Kalten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Schuss gebracht. Oder vielleicht war er auch noch in Schuss. Und dann hat man den irgendwann aufgegeben, weil die Gefährdungslage in Europa war ja sehr, sehr lange Zeit gering. Und deswegen hat man die Bundeswehren, auch die Deutsche, sehr weit runtergefahren, um Geld zu sparen. Heizungsrohr, überall die Katzenaugen, Mülleimer, Skischarte wieder. Mal gucken, ob wir durchgucken können. Nee, die sind richtig fest. Nee, die kriegt man noch nicht los. Und hier ist immer noch nicht Ende. Aber ich schätze mal, dass wir hier noch einen zweiten Ausgang haben. Ja, da scheint dieser Ausgang zu sein. Da geht es sogar noch weiter. Der ist aber verschüttet. Den hat man komplett verschüttet. So ein Bauwerk muss immer von einer Seite mindestens begehbar sein. Weil über die Jahre kann es natürlich möglich sein, dass der noch rutscht und wie gesagt eine Gefahr wird für den Verkehr. Hier konnte man sich ausschalten für die Kommunikation. Und hier hat man Bohrungen getätigt. Da kommt Luft durch. Vielleicht für die Belüftung, weil man es ja zugeschüttet hat, damit hier der Sauerstoff noch vorhanden ist. Das könnte sehr gut möglich sein. Genau, jetzt haben wir das Bohrwerk komplett gesehen. Und ich würde sagen, damit ihr den Weg nicht nochmal zurückgehen müsst, ganz kurz noch, was ist denn hier? Das müssen wir uns nochmal angucken. Ach so, die hat man nachträglich draufgesetzt. Das war nochmal die letzte Verteidigung, falls der Angreifer von draußen reinkommt. Konnte man sich hier noch mal verteidigen. Also wir gehen zurück zur Kanone und dann melden wir uns gleich noch mal wieder. Gesagt, getan, wir sind noch mal zurück zur anderen Kanone. Ihr seht, wir können rausschauen. Und ich zeige euch noch mal, wie die Funktionsweise ist. Wenn der Bildschirm ausgeht, einfach drauf tippen, dann siehst du das. So, also wir haben hier die Möglichkeit, die Kanone komplett zur Seite zu drehen. Wir könnten sogar hier vorne auf das Haus zielen, das da steht, wo wir auch parken. Und hier seht ihr, dass wir auch die Höhe nochmal besonders einstellen können. Es funktioniert alles noch. Und komm mal mit. So, bleibt mal da stehen. So ein bisschen zurückgehen. Noch ein bisschen. Ja, perfekt. Also, ich habe mir gerade mal überlegt, wie das ganze Geschütz funktionieren kann. Und zwar nimmt man natürlich hier die Kanone, das Geschoss. Das bestand einmal aus dem Projektil selber. Hochexplosiv oder Panzer durchdringend, beides war möglich. Und natürlich aus der Kartusche, das war ein fertiges Projektil. Und das hat man geholt, reingeschoben und dann musste man hier den Verschluss schießen und hatte dann hier die Möglichkeit abzudrücken. Wo ist er? Hier. Und konnte dann, wenn man fertig war, den Verschluss wieder runter machen und eine neue Granate einführen. Und so hat man damals geschossen. So, meine Freunde, also. Wir sind jetzt fertig mit dem Bunker, ja, wunderschönes Bauwerk, bis auf die Graffitis und den Müll wirklich in einem guten Zustand. Und ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt raus, lasst mir gerne ein Abo da, macht das Plus weg und so weiter, ihr kennt das Spielchen. Und bis zum nächsten Mal, euer Random Life. Und es ist sogar noch hell.
So Leute, ich habe noch einen Tipp bekommen. Hier ist nach über 80 Jahren noch ein Hakenkreuz zu sehen. Und wir haben Glück, es ist noch hell. Schaut euch das an. Wurde auch schon drauf geschossen. Der Turngard Salzburg, Deutsche Turnerbund 1919, seiner im Weltkriege 1914 bis 18 gefallenen 200 Turnbrüder. Das ist so ein alter Altar. Und hier stehen die ganzen Namen der Gefallenen auf Steinen. Adnet, Kuchel. Bischofshofen, das sind Orte, da wo die herkamen. Altenmark, St. Johann, Lent, Zell am See, Radstadt, Freiheitskampf 1809. Salzburg steht ganz oben. Unvorstellbar. Das ist wirklich krass. So, Gerold, an dieser Stelle bedanke ich mich einmal für den Hinweis, für die Anlage und auch für das Hakenkreuz. Wirklich seltenheitswert, dass man überhaupt Kanonen in freier Wildbahn findet. Das ist schon mal wirklich außergewöhnlich. Ein Hakenkreuz, für jeden sichtbar, auch eigentlich total, wie soll man das sagen, surreal, dass man sowas noch findet. Ja, also wir sind hier an diesem Spot fertig. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Gerold, nochmal vielen Dank für die Information, für den Pin. Und in diesem Sinne bin ich raus, euer Random Life.